Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, clubexpertenforum.com. Und wir befinden uns heute hier in der Galeria Kaufhof. Und es gibt was Schönes. Weihnachtszeit und Weihnachtszeit, bedächtige, sinnliche Zeit, wo man oft mal in sich geht. So sind auch wir in uns gegangen und haben überlegt, wen könnten wir denn grundsätzlich was Gutes tun. Und eine Knochenmarkspendedatei ist, denke ich mal, eine schöne Geschichte. Der Herr Simon von der Organisation, was macht ihr denn so? Die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern kümmert sich seit mehr als 20 Jahren um den Aufbau einer Knochenmarkspenderdatei. Wir typisieren also innerhalb Bayerns Menschen, die bereit sind, sich als Knochenmarkspender zur Verfügung zu stellen. Und haben als zweites Projekt eine Nabelschnurblutbank aufgebaut, was mittlerweile ein Therapieersatz ist, eine Alternative zur Knochenmarkspende, zur klassischen. Viele Fußball-Bundesligisten haben mittlerweile ihrer Organisation immer wieder mit verschiedenen Aktionen Unterstützungen zugesagt. Zum Beispiel, dass auch Spieler letztendlich auch schon mal gespendet hatten. Einer davon, der ist auch bei uns mit dabei, Christian Eigler. Schön, dass du für uns erstmal die Zeit gefunden hast und heute hier bist. Ja, gerne. Ja, ich engagiere mich immer gerne für sowas. Und gerade zur Weihnachtszeit, denke ich, ist das auch eine tolle Sache. Du hast dich vor 2 Jahren selbst typisieren lassen, hast da selbst mitgemacht. Was ist da so mit dir passiert? Kannst du mal kurz beschreiben, was man da machen musste? War es kompliziert? War es schwierig? Hat es viel Zeit gekostet? Nein, es kostet gar keine Zeit eigentlich. Ein bisschen Blut abnehmen und dann war es eigentlich schon. Adresse abgeben, dass man auch erreichbar ist. Und das geht relativ fix, tut auch nicht weh. Also ich denke, das sollte jeder machen, das hilft vielen Menschen. Wir sind heute hier in der Galeria Kaufhof und der Chef des Hauses ist bei uns mit dazugekommen, hat auch nochmal einen ordentlichen Scheck schön mit ausgepackt. Die Galeria Kaufhof war gerne und sofort da bereit, hier mitzumachen, als die Anfrage vom Clubexpertenforum kam. Ja, als die Anfrage kam, war es natürlich im Vordergrund, da die Aktion zu unterstützen. Und als wir gehört haben, dass auch der Club als unsere Heimmannschaft, unser Heimteam das unterstützt, waren wir auch gerne bereit, für so einen guten Zweck uns bereit zu erklären, hier zu helfen. Und da ich vor kurzem auch in der Nachbarschaft so einen ähnlichen Fall erlebt hatte, weiß ich, dass es wichtig ist, dass diese Aktionen durchgeführt werden, dass ein Spender manchmal ja unter Millionen herausgefischt werden muss, wie viel Aufwand das bedeutet. Und ich denke, derjenige, der dann der Nutznießer ist, der wird es danken, wenn er dann Gott sei Dank oder mit Hilfe der Institution einen Spender findet. Und deswegen denke ich, eine gute Sache und hier lohnt es sich wirklich zu helfen. 500 Euro von der Galeria Kaufhof, ich denke mal für Sie, Herr Simon, ist damit schon ein kleiner Teil vorzeitig Weihnachten. Ja, definitiv. Also von 500 Euro können wir bei 40 Euro Typisierungskosten pro Person immerhin 12, 14 Leute typisieren. Das ist schon mal ganz ordentlich. Denke ich mal, sollten wir doch jetzt dann auch die Scheckübergabe, wenn hier schon alles so schön vorbereitet ist, dann auch vollziehen. Sage ich einfach hier nochmal mit diesem, auch wenn es nur ein kleiner, bescheidener Beitrag ist, vielleicht ist ja der Treffer dabei. Genau. Viel Erfolg weiterhin Ihrer Institution, weiterhin ein gutes Händchen und machen Sie weiter so. Ich denke, es ist eine sehr gute und hilfreiche Organisation. Viel Erfolg weiterhin. Ich sage euch herzlichen Dank. Also auch 500 Euro, das ist nicht so wenig. Aus 500 Euro können wir vielleicht den typisieren, der genau der passende ist für einen Patienten. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr an gleicher Stelle wieder. Wer weiß, freuen würde es mich. Dann hoffentlich schon mit wahnsinnig vielen Typisierungserfolgen. Ein Mann, der bei uns auf der Seite der Wichtigste ist. Er ist unser Kopf, unser Organisator, unser Chef und der steht am liebsten im Hintergrund. Jetzt muss er mal vor, weil er muss nämlich gemeinsam mit dem Christian den zweiten Teil des Schecks übergeben. Und ich muss sagen, der Pico, alles abgeklappert, was ging und jeden drauf angesprochen, um für diese Aktion dann letztendlich auch diese Summe zusammen zu bekommen. Ein Riesendankeschön dabei auch an Stefan Reuter, der sich sofort bereit erklärt hat. Der Christian auch natürlich mit nochmal 500 Euro auch nochmal mit draufgelegt. Also riesig und vor allem danke nochmal für die spontane Aktion und dass du auch sofort gesagt hast, ich komme hierher und präsentiere da diesen Scheck mit. Ja, gerne und ja, ich bin nächstes Jahr auch wieder gerne dabei, also ich denke, das hilft vielen Menschen und das ist gut. Alle Spender sind übrigens aufgelistet, www.clubexpertenforum.com, da kann man alles nochmal nachlesen, wer welchen Betrag wann wie dazu beigetragen hat und jetzt denke ich mal, sollte man es auch vollziehen, weil nur den Scheck in der Hand halten, in Ihre Hand gehört er rein, ne? Ja, wir werden ihn natürlich gut bewahren, der kriegt einen Ehrenplatz bei uns, wir haben so eine große Scheckgalerie. Und da wird er einen Ehrenplatz kriegen. Also eine Scheckgalerie in der Galeria Kaufhof, zumindest
die Übergabe. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dem Herrn Kempf für die Zurverfügungstellung hier in dieser Lokalität. Danke an den Christian. Pico, danke. Und ich denke mal, Ihnen brauche ich nicht Danke sagen, Sie haben das Dankeschön selbst in der Hand. Wir werden was Gutes damit ausstellen. Besten Dank.